Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Elektronik-Bastelkalender für kalte Kinder. Da machen wir jetzt heute Tag 5 auf. Da kommt raus eine rote LED. Eine rote LED. Da gucken wir uns jetzt mal das PDF an. Tag 5, was blinkt denn da? Öffne das Türchen Nummer 5 und nimm eine rote LED heraus. Sie sieht ganz normal aus, aber es handelt sich um eine ganz besondere LED. Halte die rote LED zur Probe einmal an die Batterie. Die rote LED blinkt? Nein, das ist kein Wackelkontakt. Die LED, in der LED befindet sich nicht nur ein Widerstand, sondern zusätzlich auch noch eine komplette elektronische Schaltung, die den Strom immer wieder ein- und ausschaltet. Diese LED ist auch wieder eine kurze, wenn man die hier mal aneinander hält. Ne? Und das ist eine Blink-LED mit einem Widerstand. Wenn man genau hinguckt, sieht man in der LED so einen schwarzen Punkt. Das ist der Controller. Das ist im Prinzip auch nur ein Flip-Flop. Also so. Und wenn ich das richtig sehe, dann sollen wir die aber nicht da einbauen. Und wir sollen die jetzt hier wieder an die Batterie halten. Dann soll es das mit Tag 5 gewesen sein. Dann kommt als nächstes Tag 6 Kabelverteiler. In diesem Sinne sage ich Tschüss.